Herzlich willkommen zu unserem Video über die Religionskritik von Sigmund Freud. Sigmund Freud wurde 1856 in Tschechien in eine jüdische Familie geboren. Im Zweiten Weltkrieg musste er vor den Nationalsozialisten fliehen und starb 1939 an Krebs. Er befasste sich in seinem Leben vor allem mit der Psychoanalyse, aber auch mit der Religionskritik. Nun werden wir genauer auf ihn als Religionskritiker eingehen. Der Gott ist für uns nichts anderes als ein erhöhter Vater. Dies erklärt er dadurch, dass Jugendliche sich von ihrem Vater lösen und sobald sie erwachsen werden, sehnen sie sich wieder nach einer Vaterfigur, welche sie in Gott finden. Als Grundlage für seine Überlegungen gilt das utopische Modell. Das Es sind die Triebe und Wünsche, welche ein Mensch hat, und das Über-Ich bewertet diese Wünsche nach gesellschaftlichen Normen und Folgen. Das Ich ist die vermittelnde Instanz und entscheidet, welche Handlung man schlussendlich durchführt. Bei einem gesunden, unreligiösen Menschen sind laut Freud das Es und Über-Ich ausgeglichen. Bei einem religiösen Menschen beeinflusst der Glaube das Über-Ich stark und so werden die Bedürfnisse und Triebe des Menschen, also das Es, stark unterdrückt. So verliert der Mensch seinen Blick zur Realität. Freud bezeichnet die Religion als eine Zwangsneurose. Freud meint, dass ein religiöser Mensch der Illusion von Gott mehr vertraut als der tatsächlichen Wirklichkeit. So verliert er seinen Blick auf Gefahren und Aufgaben. Zudem werde das Seelenleben eines Menschen durch den ständigen Verzicht vergiftet. Wenn sich ein Mensch zudem nur auf seine Religion fokussiere, verweigere er sich der Mitarbeit an einer besseren Welt. Nach Freud ist die Religion zwar nicht widerlegbar, aber sehr unrealistisch. Diese Gründe führten ihn zur Erkenntnis, dass die Gesellschaft ohne Religion besser dastehen würde. Denn Religion bedeutet Abgabe von Verantwortung, da man nur darauf vertraut, dass sich alles von alleine fügen wird. Seine Forderungen an die Welt sind, dass Religion von Vernünftigkeit und Wissenschaft abgelöst werden soll. Die Menschen sollen so in die Wirklichkeit zurückkehren. Doch es gibt auch Schwierigkeiten mit seiner Kritik. In seiner Religionskritik schließt er aus einigen wenigen psychisch kranken Religiösen, dass alle Religiösen psychisch krank sein müssen. Er generalisiert also alle religiösen Menschen. Und das Bedürfnis nach Schutz und Trost ist nicht infantil, also kindlich, so wie es Freud bezeichnet, sondern urmenschlich. Vielen Dank.